Boah, das war knapp, Alter. Fast hätte der mich verfehlt. Boy, jeden Tag dasselbe mit dir. Du musst nicht jeden Tag stundenlang vor PC hocken. Aber Mama, ich hab doch nichts zu tun in diesem Haus. Sag mir doch eine Sache, die ich machen könnte. Das ist wie mit deinem Vater. Der hockt jeden Tag stundenlang vor PC und weiß nicht, was er in diesem Haus anfangen könnte. Aber Papa arbeitet beruflich am PC. Und jedes Mal, wenn er fertig ist und raufkommt, fragt er dich, ob er was machen kann. Maxi, ich wäre jetzt fertig mit meinen Sitzungen. Möchtest du mit mir einkaufen gehen? Oh ja, gerne. Also ich bin jetzt bereit. Wir könnten jetzt loslegen. Und du? Jo, ich auch. Let's go. Hey, wo wolltest du jetzt schon wieder hin? Wir wollten gerade einkaufen gehen, da wir ja nichts mehr zu essen im Haus haben. Das ist doch vollkommen unnötig. Ich war doch heute früh schon einkaufen. Irrtum, das ist überhaupt nicht unnötig. Wenn du dir jetzt mal die Preise so anguckst, ist es schon besser, wenn du dir für Vorrat was kaufst. Und außerdem, wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann würdest du uns immer anschreien, von wegen, wir würden dir nicht im Haushalt helfen. Ach so, na dann geht's mal besser. Okay, bis später, Mama. Ich hab dich lieb. Ich dich auch.